Sie sind hier, 30. November 2018, 14.43 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Marino Marik, L., fehlt monatelang Urheberrecht Getty Images DMT Melsungen muss den nächsten Verletzten melden. Kreisläufer Marino Marik reißt sich die Sehne im Bizeps und fehlt monatelang. Die verletzten Misera beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen reißt nicht ab. Kreisläufer Marino Marik, 28, hat sich im Ligaspiel am Donnerstag beim TVB Stuttgart einen Bizeps-Sehnenabriss im Wurfarm zugezogen. Der kroatische Nationalspieler fällt mindestens 3 Monate aus. Dies ergab eine MRT-Untersuchung, das ist jetzt eine sehr extreme Situation. Durch die erneuten Ausfälle müssen wir intensiv daran arbeiten, uns kurzfristig Unterstützung von extern zu holen. Wir suchen gerade mit Hochdruck, sagte Melsungens Geschäftsführer Axel Gerken. Melsungen plagen bereits 4 Ausfälle seit mehreren Wochen, müssen die Nordhessen auf die Rückraumspieler Julius Kühn, Tim Schneider und Michael Müller verzichten. Spielmacher Domagoj Pavlović, der nach seiner schweren Verletzung im DHB-Pokalviertelfinale beim THW Kiel 19.31 Uhr erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert wurde, fällt ebenfalls für 3 Monate aus. Von Sportinformationsdienst.